Hallo und herzlich willkommen, liebe Schützen. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Schütze, Sternzeichen, Aszendenten oder auch, wenn du deinen Mond im Zeichen Schütze stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen. Und zwar schauen wir uns heute den Juli an. Was zeigt sich im Juli für die Schützen? Das gucken wir uns jetzt an mit den Astroenergien zuerst. Was zeigt sich für die Schützen im Juli? Da kommt der Mond, die Erde und der Stier. Erde und Stier sind ähnliche Energien, weil der Stier in die Erde, also die Gruppe der Erdenergien, ja, Stier, Steinbock und Jungfrau, und der Stier ist einer davon. Das heißt, es geht hier um Geduld, hauptsächlich um Realitätssinn, Praktikabilität, aber auch Genuss, Beständigkeit, Verlässlichkeit. Ja, langfristige Sicherheiten oder vielleicht auch einfach das körperliche Wohlbefinden und so einen realistischen Blick auf die Dinge. Ja, vielleicht geht es einfach um deine Sicherheit und dein leibliches Wohl, vielleicht auch um deine Sinne, dass du mit Stier hier mit deinen Sinnen was Gutes tust, genießt oder einfach auch sehr geduldig bist. Der Mond hingegen zeigt hier einiges an emotionalen Bedürfnissen, an möglicherweise auch ja, tiefen Gefühlen, Ängsten, möglicherweise. Ja, auf jeden Fall zeigen sich hier so emotionale Bedürfnisse. Und da geht es darum, dass man diese erfüllt, dass man ins Fühlen kommt und dass du eben auch für dich selbst da bist, Selbstfürsorge betreibst, dich selbst nährst und deine emotionalen Bedürfnisse dir so gut es geht erfüllst. So, schauen wir mal weiter für die Schützen. Im Juli. Was ist wichtig im Juli? Was zeigt sich? Da kommt die Futura. Ja, also vielleicht beschäftigst du dich hier sehr stark mit der Zukunft, mit einer Wahl. Vielleicht versuchst du hier eine Entscheidung zu treffen. Und versuchst hier irgendwie, ja, vielleicht legst du dir auch die Karten. Oder versuchst hier durch Wahrsagung oder durch mediale Leute, Menschen oder eben auch Kartenlegungen hier Hinweise, Ratschläge zu bekommen für eine Entscheidung, die ansteht. Vielleicht versuchst du hier einfach etwas abzuwägen, etwas zu beurteilen, eine Klarheit zu bekommen für eine Entscheidung. Und hier haben wir das Thema Vergebung. Hier gibt es etwas zu vergeben. Etwas, vielleicht ein Schuldgefühl, vielleicht empfindest du irgendeine Art von Schuld oder jemand anderes hat sich schuldig gemacht an dich, wo es dann darum geht, diesem zu vergeben. Also Vergebung für dich und andere. Das könnte hier wichtig werden im Juli. Thema Vergebung. So, dann schauen wir mal, was sagen die Drachen hier für die Schützen. Im Juli. Was ist wichtig für die Schützen im Juli? Das sind jetzt drei Karten. Eigentlich ist mir das immer zu viel. Ich wollte eigentlich nur eine. So, hier geht es um die Selbstachtung. Ich liebe und achte mich selbst und den Weg, den ich gewählt habe. Das ist auch so ein bisschen so Stierenergie. Da geht es nämlich auch um den Selbstwert, die Selbstachtung, ja, dass man hier auch in seinen Selbstwert kommt. Deswegen packe ich das mal hier hin. Die Intuition. Sei offen für die Impulse deiner Seele und ja, verbinde dich mit deiner inneren Stimme, deinen inneren Weisungen. Das ist natürlich auch eine Karte, die hier sehr gut zu dieser Futura passt, die ja auch sehr intuitiv ist und sehr intuitiv arbeitet, um hier gewisse Informationen zu bekommen für zukünftige Entscheidungen. Ich denke, der Weg ist hier über deine Intuition. Und wir haben das Drachenfeuer. Ich lasse mich vom kraftvollen Feuer meiner Drachenfreunde durchströmen. Okay. Das Drachenfeuer. Da weiß ich gar nicht, was das Drachenfeuer hier sagen möchte. Diese Karte hatte ich auch, glaube ich, noch gar nicht, aber ich schaue da mal rein kurz.
Das Drachenfeuer. Die Freunde, die Drachenfreunde möchten dich mit deinem Seelenfeuer in Berührung bringen. Ein Powerbooster, ein Energieschub, der dich gerade jetzt mit einer großen Portion Mut, Kraft und Liebe durchströmen möchte. Es ist ein Geschenk, das dein eigenes Feuer anfacht und alles, von dem du überzeugt bist, dass es nun nicht mehr zu dir gehört, mit sich nimmt, um es in neue Potenziale zu wandeln. Ja, also vielleicht brauchst du jetzt einen Powerbooster, ja, von Mut und Kraft. Den bekommst du jetzt hier. Okay, dann schauen wir jetzt mal in das Tarot rein für die Schützen im Juli. Ich ziehe für jede Woche im Juli zwei Karten als ungefähres Richtmaß für die Zeiträume. Ja, es ist nicht als absolut zu verstehen, sondern soll eine ungefähre Orientierung bieten. Für dich schützen. Oh. Okay. Ja, wir haben hier den Teufel und den Herrscher und den König der Stäbe. Für die Schützen im Juli. Worum geht es? Was ist hier wichtig? Jetzt sind schon wieder drei Karten gefallen. Ja. Für die Schützen im Juli. So, und abschließend bekommen wir hier noch 9 der Kelche, eine angenehme Energie zum Ende hier, Ende Juli. Ja, also was sehen wir hier? Erstmal schaue ich nochmal drunter, die 6 der Schwerter. Ja, 6 der Schwerter und ich sehe hier auch mit dem Schicksalsrat und dem Herrscher haben wir hier wieder einen größeren Prozess, der hier stattfindet. 6 der Schwerter zeigt mir, dass du hier irgendwo eine Situation zurücklässt und neu anfängst, dich auf etwas Neues einlässt. Ein Aufbruch wagst, Aufbruch zu neuen Ufern. Aber es ist ein Aufbruch, der hier noch von Ängsten begleitet ist, von Ängsten und Unsicherheiten. Das war hier, was wir hier mit dem Mond ja auch haben. Ich pack das mal hier nochmal frei. Vielleicht brauchst du deswegen jetzt hier eine extra Portion Mut und Erdung. Ja, und Realitätssinn, um auf Kurs zu bleiben. Selbstachtung. Jetzt muss ich mir das hier wirklich nochmal schnell anschauen. Es geht hier um deinen Selbstwert, deine Selbstachtung. Du brichst auf zu neuen Ufern, aber du hast Ängste, bist unsicher. Die 6 der Schwerter. Ja, darunter liegen die 5 der Schwerter. Ja, du, das folgt ja hier chronologisch aufeinander. Die 5 der Schwerter ist ja ein Kampf, ein Konflikt, ein verlorener Kampf. Hier fühlt man sich wirklich verletzt. Hier wurde man irgendwie verletzt oder gedemütigt. Da gab es Gemeinheiten, gemeine Kämpfe. Und das ist eine Situation, wo du erkannt hast, hier lohnt es sich nicht mehr zu kämpfen und wo man wirklich dann seine 7 Sachen packt im übertragenen Sinne und dann sich sein Boot schnappt und auf das neue Ufer zuschwimmt, also irgendwo neu anfängt und die alte Situation zurücklässt. Aber natürlich, da man das Neue noch nicht kennt, ist man da unsicher. Und bei diesem Tarot hier ist die 6 der Schwerter anders als gewöhnlich mit einem Baum und einem Buch versehen. Weil hier geht es darum, dass man sich geistig öffnet für neue Horizonte. Ja, es ist etwas, was in erster Linie geistig stattfindet. Weil es die Schwerter sind Gedanken, da geht es immer um die Luftenergie, um die Verstandesenergie. Das heißt, du gehst auf ein neues Ufer zu, ja, vielleicht im realen Sinne, vielleicht räumlich, vielleicht ziehst du um, vielleicht bist du aber auch einfach nur in einer Neuausrichtung deiner Gedanken. Vielleicht geht es einfach darum, sein Bewusstsein zu erweitern und für neue Möglichkeiten zu öffnen, die man vorher nicht in Erwägung gezogen hat, weil die Notwendigkeit nicht bestand. 5 der Schwerter zeigt aber, hier gibt es eine Notwendigkeit, neu anzufangen. Wir haben hier die 8 der Münzen. Die 8 der Münzen und 6 der Schwerter. Beides sind Energien, die von Neuanfang sprechen. 8 der Münzen ist
Man baut sich etwas Neues auf. Da sind wir in der Erdenergie, Erde und Stier, die wir hier schon liegen haben. Man fängt etwas Neues an, vielleicht ein neuer Job, vielleicht arbeitest du an etwas Neuem, baust dir etwas Neues, Langfristiges auf mit viel Ehrgeiz, Hingabe, Disziplin, Ausdauer. Vielleicht erweiterst du deine Fähigkeiten oder lernst irgendetwas ganz Spezielles. Ja, und Sechs der Schwerter eben Neubeginn auf geistiger Ebene. Also geistig und materiell gibt es hier einen Neubeginn, wo du dich neu ausrichtest und damit einen Verlust hinter dir lässt, über nicht einen Verlust, einen, ja, einen verlorenen Kampf, Gemeinheiten, Hass, Demütigung, Intrigen, was auch immer hier vorgefallen ist, etwas Unangenehmes, unangenehme Auseinandersetzung, das lässt du hier hinter dir. Das ist erstmal, was wir jetzt hier mit dem Tarot sehen. So, jetzt schauen wir mal den Juli uns an. Also wir haben hier ganz am Anfang der König der Stäbe. König der Stäbe könnte jetzt hier sehr gut deine Energie sein, natürlich auch die eines Gegenübers, ja. Aber als Schütze hast du ja diese Feuerenergie besonders und daher bist du hier für mich wahrscheinlich der König der Stäbe. Jemand, der sehr optimistisch, sehr mutig, sehr zuversichtlich, mutig, habe ich glaube ich schon gesagt, willensstark, der einfach die Dinge anpackt und tut, ja. Jemand, der einfach sich in Bewegung setzt und Dinge entscheidet, seinen Willen hier ganz klar zum Ausdruck bringt. Ja, und da haben wir den Teufel. Der Teufel zeigt, dass es hier möglicherweise irgendwelche Verstrickungen gibt oder irgendwelche toxischen Verhaltensweisen. Es könnte eine Abhängigkeit sein, eine Versuchung. Vielleicht fühlst du dich auch in Versuchung gebracht, gegen deine Werte und Prinzipien zu verstoßen, weil man dich hier irgendwo provoziert. Das wäre möglich. Kann aber auch sein, dass es irgendeine Sucht gibt, der du hier dich ausgesetzt siehst oder wo du Probleme hast, da rauszukommen oder eine Versuchung, der du nicht widerstehen kannst oder irgendeine Art von Abhängigkeit, sei es jetzt materieller Art oder in einer Verbindung, einer Beziehung, wo irgendjemand einen Einfluss auf dich ausübt, den du, ja, wo du dich nicht genug abgrenzen kannst. Dafür steht hier der Teufel. So, und mit dem Herrscher. Der Herrscher zeigt mir aber ganz klar, dass du hier in die Verantwortung gehst, dass du in die Führung gehst, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst und hier für Recht und Ordnung sorgst, dass du in diesen verworrenen, vielleicht auch karmischen Verstrickungen, die es hier irgendwo gibt, bei einigen, ja, für einige ist es vielleicht nur eine Sucht oder eine Versuchung, für andere ist es, glaube ich, hier schon eine richtige Verstrickung und Abhängigkeit, wo du jetzt ganz klar in die Führung gehst und für Ordnung sorgst, ja, für dich einstehst. Diszipliniert, vielleicht mit einer ganz klaren Strategie, mit einem Konzept, mit einem festen Rahmen, den du setzt, um hier für Ordnung und Recht und klare Verhältnisse zu sorgen. Der Herrscher ist die väterliche Figur, der väterliche Archetyp, der hier wirklich Rahmenbedingungen setzt und konsequent Entscheidungen durchzieht, durchsetzt. Auch der Ritter der Stäbe hat ja so eine sehr entschlossene, sehr starke, feurige Energie. Es ist natürlich möglich, dass dieser Ritter der Stäbe, der König der Stäbe hier, dass das ein Mensch ist, mit dem du hier irgendwie verwickelt oder verstrickt bist oder der dich hier in Versuchung führt oder von dem du dich abhängig fühlst oder der sonst irgendwie einen toxischen Einfluss auf dich hat. Das ist natürlich möglich, dass wir hier jemanden auch haben, der sehr impulsiv ist und oder sehr leidenschaftlich, der hier irgendwie diesen Einfluss des Teufels ausübt. Das wäre möglich. Ja, ansonsten ist das, wie gesagt, hier deine eigene Energie, ja, wo du vielleicht auch jetzt mutig dir diese Einflüsse anschaust, vielleicht auch deinen eigenen Schatten begegnest und erkennst, wo gehst du hier selbst in Resonanz mit toxischen Verhaltensweisen oder ja, in Versuchungen oder Verstrickungen, die eigentlich nicht sein müssten. Ne? Das ist schon auch eine sehr mutige, ja, eine sehr risikofreudige und wie gesagt, diese Energie hat hier nicht Angst, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ne? Dein Drachenfeuer. Ja, also wie gesagt, der Herrscher ganz klar, der geht jetzt hier in die Führung, in die Verantwortung und setzt hier neue Maßstäbe. So. Es könnte natürlich auch sein, dass du es jetzt hier im Außen auch mit Autoritäten zu tun hast oder mit irgendwelchen offiziellen Belangen.
Es ist auch möglich. Wir haben hier die zwei der Schwerter. Sie zeigt mir, dass es hier auch etwas gibt, was hier sehr viele Zweifel in dir auslöst. Vielleicht auch deswegen hier diese Futura-Karte, wo du hier sehr viel überlegst und abwägst und etwas genau analysierst, beobachtest, aber auch anzweifelst. Du bist hier hin und her gerissen zwischen zwei Entscheidungen. Ja, irgendwann Anfang Mitte Juli oder vielleicht auch im. Also es ist ja nicht ganz klar, glaube ich, ob die hier oder hier liegt, weil das sind ja immer in Dreierpaketen gefallen. Es gibt hier so eine Energie von Zweifel, wo du hin und her gerissen bist. Du kannst dich hier nicht so richtig entscheiden. So, und das kann damit zu tun haben, dass dieser Teufel hier irgendwie diesen Einfluss auf dich hat. Diese Verstrickung oder diese Versuchung oder irgendetwas, wo du in irgendeiner Form in deiner Abhängigkeit dich befindest oder in einer toxischen Verstrickung, was auch immer das hier ist, oder wo du, wie gesagt, hier irgendwie auch, es kann auch sein, dass man erpresst wird oder irgendwie in Versuchung geführt wird, aber es scheint mir so zu sein, als könnte man sich hier nicht entscheiden, weil schau mal, wir haben hier den Herrscher und hier den Teufel. Als könne man sich nicht entscheiden zwischen verantwortungsbewusstes und strategisches, klares Handeln und Befolgen von Regeln, ja, für Klarheit sorgen. Und andererseits diesen Versuchungen, als wärst du hin und her gerissen zwischen einer Sucht oder Versuchung oder Abhängigkeit und auf der anderen Seite diesem Verantwortungsbewusstsein, wo du genau weißt, das wäre jetzt das Richtige. Kann das sein, dass das die Spannung ist, die hier herrscht? Das wäre möglich. So, was wir jetzt hier bekommen, und das ist das Zentrale in dieser Legung, das ist das Schicksalsrad. Die zentrale Energie ist hier das Schicksalsrad. Es ist jetzt der Zeitpunkt da, dieses Geschehen hier aufzulösen und dieses Problem anzupacken und dafür eine Lösung zu finden. Das ist hier ganz klar mit dem Schicksalsrad angezeigt. Es geht darum, dass du jetzt hier ganz klar für klare Verhältnisse sorgst, dass du etwas erkennst, dass du den springenden Punkt erkennst, dass du jetzt etwas klärst, löst, trennst, dich von allem befreist, was hier nicht mit rechten Dingen zugeht oder was dir nicht gut tut, ja, im Sinne des Herrschers. Es geht darum, dass man sich einer Sache stellt und dass du auch erkennst, dass du nicht frei bist zu tun, was du hier möchtest in diesem Leben, sondern dass es gewisse Lernaufgaben gibt, seelische Entwicklungsaufgaben. Ja, daran erinnert uns immer das Schicksalsrad. Das möchte, dass du jetzt dich aktiv um eine Lösung bemühst und daran wächst. Das hat auch immer mit Veränderungen zu tun. Es kann sein, dass es etwas ist, wo du Angst vor hast, natürlich. Ja, dass es Ängste in dir auslöst, dass du deswegen hier auch hin und her gerissen bist oder nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst und hier dir die Karten legst oder dir die Zukunft voraussehen lässt. Hier geht es aber darum, dass du selbst in diese eigenverantwortliche Haltung kommst, dass du selbst diese väterliche Energie in dir aktivierst. Das ist einfach diese Vernunftstimme, das erwachsene Ich. Nicht das innere Kind, sondern das erwachsene Ich, das eben ja, reif, überlegt, besonnen handelt. Ne, da sind wir wieder bei Stier und der Erdenergie, die beiden Energien, die hier lagen. Da geht es eben genau darum, was ist jetzt wichtig und vernünftig, was ist wichtig für deine Stabilität, welche Strukturen musst du jetzt setzen für dich? Aus einer Vernunfthaltung heraus. Das ist die Herrscherenergie und das ist auch die Erdenergie, die übrigens den Steinbock beinhaltet und der Herrscher ist für mich auch Sonne im Steinbock. Ja, und da begegnest du deinem Schatten, da begegnest du Unsicherheiten und emotionalen Bedürfnissen, Bedürftigkeiten oder auch Ängsten, die jetzt dich hier in so einer Art inneren Zwiespalt halten. Nun, also das Schicksalsrad bringt dir jetzt diese Aufgabe. Ja, nutze diese Chance. Es ist eine Chance für dich. Eine große Chance für Wachstum, für Klarheit, auf Klarheit, aber eben dadurch auch Neubeginn. Das Ass der Schwerter ist ein Initialimpuls mit einer Klärung, einer Klarheit und einer Verfolgung deiner Prioritäten schaffst du hier eine neue Perspektive, eine Neuausrichtung. Vielleicht kommen hier auch Ideen rein, vielleicht kommt auch Klarheit hier rein durch Eingebungen, durch Inspirationen, die hier zu einer Klarheit führen und dadurch zu dieser Entscheidung. Ass der Schwerter ist sehr häufig die Aufforderung, eine Entscheidung zu treffen. Wir haben hier die Unfähigkeit zur Entscheidung und jetzt kommt es hier
jetzt kommt das Schicksalsrad, klopft an und sagt, okay, lieber Schütze, jetzt ist es Zeit, hier das Ruder in die Hand zu nehmen, dich deinem Schicksal zu stellen und eine Entscheidung zu treffen. Besser eine falsche Entscheidung als gar keine Entscheidung, heißt es hier. Denn nichts zu entscheiden würde bedeuten, dass man hier in dieser Spannung, in diesem Zwiespalt verharren würde und sich nicht weiterentwickeln würde. Ja, dafür brauchst du jetzt eine extra Portion Mut. Folge deinen intuitiven Eingebungen, deinen Impulsen der Seele. Ja, und geh den Weg der Selbstachtung. Was ist jetzt hier wichtig, damit du in der Selbstachtung bleibst? So. Und Ende Juli haben wir jetzt die 4 der Kelche und die 9 der Kelche. 9 der Kelche ist ja wirklich die Belohnung für mich, also nicht für mich, für dich, ja. Also nach meiner Ansicht die Belohnung für dich, nach all dem, was du dich jetzt hier, wo du dich hier so durchwindest. Da sehen wir wirklich eine Zeit von Genuss. Und das ist ja die Stierenergie, ja. Du wirst in den Genuss kommen, eine gute Zeit zu haben, deinen Feierabend zu genießen, schöne Momente mit Freunden zu haben, gemeinsam ja, schöne Dinge zu machen, zu genießen, sich wohlzufühlen, Geborgenheit, das ist ein nettes Beisammensein. Wir haben hier aber auch die 4 der Kelche und die 4 der Kelche sprechen hier von einer Lähmung, von einem Unzufriedensein. Hier sehen wir, dass du dich hier von irgendetwas abwendest oder abgewandt hast. Also hier ist man in so einer schmollenden Haltung. Ja, hier fühlt man sich irgendwie beleidigt oder schmollt. Das könnte sein, dass es damit zu tun hat, dass es hier etwas zu vergeben gibt. Ja, dass du hier noch in einer Art verbitterten Haltung hier bleibst, weil du hier irgendetwas noch nicht vergeben hast. Es kann aber auch sein, dass du einer Sache hier sehr überdrüssig wirst, dass du hier so die Nase voll hast von einer Angelegenheit, dass du irgendwie ja, unzufrieden wirst, übersättigt bist, das Gefühl hast, hier, du willst das nicht mehr und dadurch so eine lethargische Haltung einnimmst. Lethargie ist hier die Gefahr bei dieser Karte, dass du nicht mehr die Fülle erkennst, die Chancen und Möglichkeiten, die da sind hier eigentlich für dich, dass du Scheuklappen hier auf hast und dadurch hier diese schönen Möglichkeiten und die Fülle hier verpasst, die hier da ist, die Menschen vielleicht oder die schönen Momente. Hier ist es ganz wichtig, wie gesagt, die Scheuklappen abnehmen und sich den positiven Aspekten zuzuwenden, die da sind. Und nicht in einer negativen Haltung hier, irgendeine negative Haltung zu verfallen. Und das, denke ich, hat hier mit Vergebung und Loslassen zu tun. Ja. Und sich der Fülle und dem Schönen des Lebens hier zuwenden. Ja, also, wie gesagt, Fokus, ich habe es erklärt, das Schicksalsrad. Nimm deine Schicksalsaufgabe an. Es ist Teil deiner seelischen Entwicklung, dass du dich hier dieser Sache stellst und jetzt hier wirklich eine Entscheidung triffst und für eine Klarheit sorgst und dadurch eben wächst. Das Schicksalsrad bringt auch Veränderungen, es bringt Umstände, manchmal unangenehme Umstände, manchmal angenehme, je nachdem. Also es führt ganz oft Situationen herbei, die dich prüfen wollen, die dich in eine bestimmte Richtung lenken wollen, damit du erkennst, okay, hier geht's nicht weiter, das ist der Weg, den ich hier geben soll. Das Schicksalsrad bringt dich in Verbindung mit deiner Lebensaufgabe. Immer. Und das ist nicht nur einmal, es gibt nicht nur eine. Oder manchmal zieht sich auch die eine Lebensaufgabe durch das ganze Leben in immer wieder anderen Perspektiven, in anderen Teilbereichen. Aber du kommst hier in Kontakt mit einer wichtigen Lebensaufgabe im Juli. So, ein Krafttier. Hätte ich gerne. Ja, es geht um den Neubeginn, Neuausrichtung, Neuanfang. 6 der Schwerter, 8 der Münzen. Ganz klar nach einem Kampf. Selbstvertrauen. Der Stern des Meeres erleuchtet deinen Weg. Geh in dich und richte dich in bedingungsloser Liebe und Hingabe aus. Selbstvertrauen. So, das schaue ich mir jetzt mal an. Der Seestern. Ein besonderer Stern leuchtet jetzt auf deinem Weg. Der Stern des Meeres zeigt sich dir, um dir zu sagen, du bist behütet, du bist geschützt und wirst geführt auf deinem Weg, auch wenn es für dich aus irdischer Sicht manchmal nicht so aussehen mag. Lausche deiner Intuition. Vertraue deiner intuitiven inneren Stimme. Komme zu dir nach Hause.
Denn alle Weisheit wohnt bereits in dir. Dein höheres Selbst möchte sich mit dir verbinden. Das Vertrauen in dich selbst, deine höhere geistige Natur, möchte jetzt heilen und stärker von dir beachtet werden. Der Seestern schenkt dir Selbstvertrauen, neue Erkenntnisse, Anbindung. Ja, neue Erkenntnisse können natürlich ja auch mit dem Ast der Schwerter hier sich ankündigen. Anbindung an die geistige Heimat und Schutz sowie Führung aus deinem Inneren. Ja, also jetzt ist die Zeit hier auf deine Intuition, das ist ja auch das, was wir hier oben bekommen, deiner Intuition wirklich zu folgen, ihr zu lauschen und dann mit der Extraportion Mut und Selbstachtung dich hier auf deinem Weg machen, dein Schicksal annehmen, die Entscheidung treffen und neu anfangen, was auch immer das hier bei dir für eine Lebenssituation ist, ob das beruflich, zwischenmenschlich, das ein Projekt betrifft, eine Wohnsituation, familiäre Situation. Bei den Schützen hier gerade ein wichtiges, größeres Thema. Huch, nee, das sind natürlich zu viele. So, ich hätte hier gerne einen Impuls für die Schützen im Juli. Hier kommt eine, und zwar die Freiheit, und hier dreht sich ein ganzer Stapel um. Das ist natürlich zu viel, aber hier kam oben als erste Karte die Ahnenthemen. Du trägst Lasten deiner Familie, bewusst oder unbewusst. Ja, vielleicht gibt es hier irgendein Ahnenthema, das auch aufgelöst werden möchte. Vielleicht ein Generationsthema, was du hier vorträgst. Und das merkt man an bestimmten Mustern, die man immer wieder wiederholt, ne, wo man sich befangen fühlt und das Gefühl hat, ich bin hier nicht frei, sondern drehe mich hier irgendwo im Kreis und verfalle immer wieder in die gleichen toxischen Muster. Das sind so die Momente, wo du weißt, okay, das ist hier ein Ahnenthema. Seelenwahrheit. Du darfst deiner Seele vertrauen, sie führt dich. Ja, also verbinde dich hier wirklich mit deiner Intuition. Das haben wir jetzt hier dreimal. Vertraue deiner Seele, sie führt dich. Also lass alle Ängste und Zweifel weg. Ja, versuche das Ego-Angstdenken von der intuitiven Empfindung zu trennen. Es ist nicht immer einfach, ich weiß. Ich habe damit auch so meine Probleme, das zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich die Intuition und was sind Ängste. Das ist nicht immer so einfach zu unterscheiden. Das braucht wirklich oftmals die Wiederholung bestimmter Zyklen, um das irgendwann wirklich klar unterscheiden zu können. So, die Freiheit. Es gibt nichts mehr zu tun. Alles fügt sich jetzt im Außen von alleine. Sei realistisch. Erwarte Wunder. Sei realistisch, das haben wir hier doppelt mit der Erdenergie. Du hast es geschafft. Du hast losgelassen. Bist durch tiefgreifende Prozesse gegangen. Und jetzt darf das Neue in Erfüllung gelebt werden. Fühlst du, dass die Dinge jetzt leicht werden dürfen? Irgendwann kommt während einer Veränderung der Moment, in dem du spürst, dass sich die Dinge von allein fügen. Diese Karte zeigt dir das Ende eines Entwicklungsprozesses an. Du fühlst dich nicht, als könnte ein Wunder geschehen. Vielleicht kommt es anders daher, als du es erwartest. Selbstverständlicher. Irgendwie so, als wäre das Wunder das Produkt einer langen Ereigniskette. Denn meistens ist es genau das. Die Gelegenheiten, die du brauchst, hast du dir auf einer höheren Ebene schon bereitgelegt. Es ist alles schon da. Auch dein neues Wirkungsfeld. Du fühlst etwas ganz real, ganz lebendig, was dir bislang immer nur mental klar war. Ein Satz oder eine Erkenntnis bekommt auf einmal eine echte Bedeutung, wird lebendig, lebbar. Du hast das, was dein Wunder bewirkt, schon oft gelesen, gesagt, gedacht. Es ist meistens nicht neu, aber du hattest es noch nicht verinnerlicht, weil es dann diese Reifezeit brauchte. Doch dieses neue Bewusstsein ist dein Tor zu einem wahrhaft neuen Weg. Eines Tages spürst du, es ist soweit. Du kannst nicht sagen, warum, du weißt es einfach. Doch du brauchst nur das zu tun, was heute ansteht. Es genügt, wenn du dich zu zeigen beginnst. Ja. Okay. Abschließend. Oh, ich habe schon wieder überzogen hier, sehe ich gerade. Abschließend hätte ich hier gerne noch eine Botschaft aus dem Sacred Destiny Orakel für die Schützen zum Juli. Und da kommt die Erfüllung. Ja, der Pfirsichbaum in voller Frucht. Du kommst hier in deine Blüte.
darfst die Ernte einfahren. Fülle und Stabilität und ich weiß nicht was. Ich schau mal rein, was der Pfirsichbaum hier. Erfüllung steht bevor. Was auch immer gerade in deinem Leben geschieht, richte deine Aufmerksamkeit auf das Prächtige, Erfreuliche und Üppige. Und das ist auch die Botschaft, die hier die Vier der Kelche hat. Richte deinen Fokus auf die Möglichkeiten, auf die Fülle, auf die Chancen, auf das Gute, was in deinem Leben ist und genieße es. Das ist genau das, was wir hier eben auch bekommen. Entdecke die Seligkeit im Augenblick. Liebe mit Leib und Seele, ohne Zögern. Pflege deine Freundschaften. Erfülle dein Leben mit Menschen, Erlebnissen und Orten, die dich glücklich machen. Lass im Gegenzug ab von Menschen und Dingen, die dich nicht stärken, sondern dir Energie entziehen. Du brauchst nicht länger die Bedürfnisse anderer, deinen eigenen voranzustellen. Falls du gesundheitliche Probleme hattest, bedeutet ein reifer Pfirsich die Genesung. Genieße dein Leben mit Freude und Enthusiasmus. Lasse dich auf das Dasein ein und nimm es mit all seinen Wechselspielen an. Wenn du ein Kind bekommen, ein neues Projekt beginnen oder eine neue Beziehung eingehen möchtest, stehen die Zeichen auf großartigen Erfolg. Liebe Schützen, das ist die Botschaft zum Sonntag bzw. für den Juli und ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben oder gerne auch ein Abo oder ein Kommentar von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.